Moin, meine Lieben. Ich hoffe, man hört mich. Ja, man hört mich. Einen wunderschönen guten Abend, Zaubermaus 6, Jesse, Frozen Eiskalt, Driftwood, Mark Joel, Kraus. Und, ja. Zwei Leute sind schon da. Paolo und Swordcast und Driftwood. Wenn ihr mitspielen wollt, geht auf Privatkampf, gebt Brownie ein und Passwort ebenfalls Brownie. Alle können mitmachen, die eine Xbox haben, die eine Nintendo Switch haben und die einen PC haben. Brownie sieht wieder wunderhübsch aus. Gar nicht. Meine Frisur geht gar nicht heute. Die ist richtig schlimm. So, ich unterstütze jetzt Team Blau. Wir haben übrigens Engelsflügel. Das Event mit den Schneeflocken geht übrigens noch knapp 30 Minuten. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. So. Es sind noch 6 Plätze frei. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Und wir werden uns jetzt schon mal ein bisschen warm spielen. Brownie, du hast 666 Abos. Das ist die Zahl des Teufels. Ja. Richtig, Zaubermaus. Also ganz, ganz schnell. Falls ihr noch nicht abonniert, mich abonniert habt, ganz schnell abonnieren. Und Mark Joel? Nee, Mark Joel war doch... Nee, nein, Mark Joel, hi. Und wer ist noch gejoint? Frozen, hi. Kann ich mitmachen? Natürlich. Es sind noch 4 Plätze frei. Einfach Privatkampf Brownie eingeben und Passwort ebenfalls Brownie. Und schon kannst du mitmachen. Das gilt für alle Leute. Egal was für eine Konsole. Und ich habe mein Auto ein bisschen modifiziert. Ich habe Engelsflügel, ich habe einen Blitz. Den habe ich auch von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Und... ja. Ich habe leider nicht die Geschenke. Toranimation. Aber ich schieße ja auch keine Tore. Du brauchst noch 444 Abos. Ja, genau. Genau. Aber das schaffen wir dieses Jahr, Leute. Das schaffen wir. Du bist mein Lieblings-YouTuber. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Es werden ab morgen übrigens auch wieder mehr Livestreams kommen. Habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich hatte jetzt in der letzten Woche leider nicht so viel Zeit zum Streamen. Und ihr habt es sicherlich gemerkt. Und hi, Toda von Switch Gaming. Herzlich willkommen. Es ist noch Platz frei. 4 Plätze sind noch frei, Leute, wenn ihr Lust habt. Und Team 5 nimmt uns gerade ziemlich auseinander. Aber wir wärmen uns auch gerade nur auf. Brownie, keine Zeit. Was ist da los? Ja, was da los? Brankus YouTube. Hi, ich bin Profi. Oh, okay. Interesting. Und hi, Michael. Domaratski. Ich habe mehrere Favoriten-YouTuber und du, Brownie und Sanko, seid einer von denen. Danke, Zaubermaus. Danke, danke. Komplimente sind immer toll zu bekommen. Genauso gut kann ich auch sagen, ihr Zuschauer seid die tollsten. Und das wäre gar nicht mal gelogen. Es macht richtig viel Spaß, mit euch immer zu spielen. Endlich mit dir spielen, Brownie. Ja. Was heißt mit mir? Du spielst gegen mich und du nimmst mich gerade auseinander, Marc. Ich hoffe, ich kann es dir jetzt heimzahlen. Ich habe keinen Bock auf Rocket League. Immer Rocket League ist auch doof. Oh, Switch Gaming. Das ist schade. Aber morgen gibt's wieder einen Stream mit dem Sanku. Und diesmal bestelle ich mir keine Pizza, versprochen. Das ging gestern so in die Hose. Es tut mir mega leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem mega viel Spaß gestern im Mario Kart Stream. Die Pizza war ganz lecker. Auch wenn sie 4 Stunden zu spät kam. Und ich fast gestorben bin. Was gibt's noch zu sagen? Achso, morgen kommt ein Stream mit Sanku.
Und richtig, Sanko möchte morgen nein, Parchment streamen. Sanko möchte morgen nein, Parchment streamen. Und ich bin ja dafür, dass wir stattdessen lieber einen Abendsturnier ballern oder irgendwas. Oder Splatoon-Liga. Also ihr könnt da vielleicht ein bisschen noch drauf Einfluss nehmen, wenn ihr dem lieben Sanko einfach mal so ein bisschen, ja, anstupst und sagt, ihr wünscht euch Splatoon oder ihr wünscht euch oder ihr wünscht euch Arms, sorry. Und hi Tyler, ich spiele Zelda und komme weiter. Oh, das ist cool, Tyler, dass du da endlich wieder weiterkommst. Magst du Instant-Nudeln? Instant-Nudeln sind cool, aber ich würde nicht sagen, dass ich sie liebe. So weit würde ich nicht gehen. Ich mag Käse. Käse ist geil. Und einfach Nudeln und dann einfach Käse rauf und dann ist die Welt in Ordnung. Völlig egal, was für eine Soße. Wenn Käse dabei ist, schmeckt alles. Am 24.01. habe ich Geburtstag. Oh. Ja, also eventuell müsst ihr mal gucken, wenn ihr den Sanko so ein bisschen vielleicht auf seinem Kanal klickt und unter den Videobeschreibungen einfach sagen, hey, ich wünsche mir Mittwoch abends oder sowas. Vielleicht reagiert er ja. Oder auf dem Discord. So ein bisschen Hashtag abends am Mittwoch und ihm verlinkt @Sanko, egal ob auf meinen Discord oder auf seinen. Vielleicht kann man ihn da so ein bisschen. Ne? Genau. So ein bisschen in die Richtung steuern. Wahnsinn, Driffit. Dafür hast du doch Monate geübt, oder? Ich habe am 20.03. Geburtstag. Das ist auch nicht mehr so lange hin. Was wünschst du dir? Eine Switch wahrscheinlich, oder? Mach jetzt Rocket League an. Genau. Es sind übrigens noch 4 Plätze frei. Was ist denn da los? Hat keiner Lust mitzuspielen? Sonst ist es immer überfüllt und heute sind 4 Plätze frei. Abgefahren. Ab morgen geht wieder die Schule los, oder Leute? Oder hat irgendjemand noch länger Ferien? Ich glaube, ab morgen geht die Schule los. Und Studium geht aber erst ab nächste Woche los. Die Switch ist bei Saturn für 300 Euro im Angebot. Der nice. Stimmt, die ist gerade für 299 im Angebot. Läuft. Brownie, ich mache übrigens kein Mario Kart mehr mit seit gestern. Oh. Joel. Jonas. Das wäre schade. Das wäre schade. Weil du bist halt einfach. Also, wenn du nicht mehr mitmachst, dann geht uns der beste Spieler verloren. Aktuell. 1 zu 3. Ich habe bis zum 8 Ferien. Oh, Marc. Studierst du? Oh, okay. Tanja hat auch am 8. erst wieder Schule. Tyler hat morgen Schule, siehst du? In Bayern geht die Schule erst am Montag wieder los. Oh, Leun Place. Alles klar. In Berlin geht sie morgen schon los. Die haben es nicht so gut. Jetzt kann ich den Stream schauen. Puh. Willkommen zurück, Alex. Es ist übrigens noch. Es sind noch 3 Plätze offen, wenn ihr mitspielen wollt. Ein tatsächlicher Mitspielplatz und 2 Zuschauerplätze, die dann aber ab nächster Runde mitspielen können. Bei Rocket League auf der PS4 mache ich internationalen Cup und Karriere. Da habe ich Polen das Zeichen Weiß-Rot mit Ritter. Wie morgen? Echt jetzt? Na, morgen spiele ich mit Sanko. Also, morgen streame ich mit Sanko. Und ach so, ja, morgen geht die Schule in Berlin wieder los. Und arbeiten ist seit heute. Ah, 4 zu 3 und wir verlieren. Was ist da los? Was ist mit dem blauen Team los? Aber immerhin habe ich ein Tor geschossen. Das ist ja mal was.
Bam. Hausaufgaben. Hattet ihr auch über die Ferien Hausaufgaben drauf? So einfach mal so Gedichte lernen. 3 Strophen. Ätzend. Leider Arbeit. Leider, leider. Das Gute ist, das Urlaubskontingent ist wieder voll. Man hat jetzt wieder volle Urlaubstage. Und einen Tag werde ich definitiv... Was ist ein Tag? Vermutlich 2 Tage werde ich definitiv für die Gamescom buchen. Mir jetzt nehmen. Werde ich wahrscheinlich diese Woche noch machen. Dass ich mir für die Gamescom schon mal Urlaub buche. Und dann können wir ordentlich zur Gamescom fahren dieses Jahr. Dann steht da nichts mehr im Wege. Ich muss nur noch ein Hotel noch rechtzeitig buchen. Da hat man aber noch Zeit bis Februar, März, glaube ich. Danach wird's eng. Dann wird's teuer. Glaube ich. Wow. Wow, wow, wow. Wo kommen die ganzen Leute her? Spielabsturz, Fussel. Oh, okay. Revilo, Frozen, Drifted, Yachidi und Sword. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden jetzt von Team Blau so richtig auseinandergenommen. Zuletzt spiele ich in dein Team mit. Freu dich mal nicht zu früh. Ich glaube, wir werden es jetzt richtig schwer haben mit dem Spielabsturz und Puzzle. Ich glaube, die sind richtig hart. Bei mir auch, sagte Brankus YouTube. Mein PC ist gerade gecrashed. Keine Ahnung, ob ich überhaupt zu Gamescom komme. Aber Alex, du hast doch jetzt irgendwie... Du warst doch jetzt zu Weihnachten gar nicht im Urlaub, oder? Wie geplant. Da kannst du ja statt dein ursprünglich geplantes, was ja jetzt irgendwie ins Wasser gefallen ist scheinbar, aufheben und dann stattdessen zu YouTube... zu Gamescom zu fahren. Oder? Also... Müsste ja irgendwie klappen, hoffe ich. Wenn du dir das Geld zurücklegst für die gestrichene Fahrt und das dann für die Gamescom machst. Und du kannst ja mal gucken, was so die Flüge kosten. Ryanair oder so. Die sind vielleicht gar nicht mal so teuer. Von vielleicht München aus nach Köln. Da bezahlst du, weiß ich nicht, vielleicht 50 Euro oder 30. Ich weiß es nicht. Da musst du nach München fahren. Oder Mitfahrgelegenheit. Oder du bietest selber Mitfahrgelegenheiten an und nimmst unterwegs ein paar Leute mit aus Deutschland. Ist ja auch ganz, ganz cool. Ein Erlebnis ist es auf jeden Fall. Bam. Marc Joel. Sehr gut. Ich habe dich auf Twitch angeschrieben. Sinan. Okay. Ich streame gar nicht auf Twitch. Sollte ich vielleicht mal irgendwann tun dieses Jahr. Kann leider nur mitschauen, hab's nicht rechtzeitig geschafft. Hey, du spielst doch. Hi, Melissa. Oh, ist das Essen schon fertig? Ah, ich hab's nämlich scheppern hören. Also, was heißt scheppern? Poltern. Tiefe Teller? Was? Nein? Nein, nein, nein. Nein, nein, will ich nicht. 2-1. Puzzle. Gut. Guter Schuss. Hi, Jerek. Und hi, Recke Ali. Twitch ist doof, sagt Jonas. Gibt verschiedene Leute. Also viele sagen auch, Twitch ist besser als YouTube, weil YouTube macht in letzter Zeit zu viel Unsinn für kleine YouTuber. Und der Chat ist wohl bei Twitch übersichtlicher. Ich kann es euch nicht sagen, aber man könnte es ja mal ausprobieren. Oh, perfekt. Hat einen Moderator schon freigeschaltet. Vielen Dank. Oh, da kam gleich das 3-2. Und schon ist unser Ausgleich wieder zunichte gemacht worden. Was gibt's denn? Bei uns gibt's heute... Was gibt's denn? Irgendein Auflauf. Nudel-Schinken-Gratin? Ich glaube, so heißt es.
Schön mit Schinken, Nudeln und Käse. Und eine Sahnesoße. Lecker, lecker. Selbst gemacht. Natürlich. Kann ich kommen? Ja, natürlich. Und hi, Maxi. Hä, aber wenn du sagst, gleich ist fertig. Ich spiele doch gerade mal erst 16 Minuten. Das ist ja schrecklich. Oh mein Gott. Oh, 4 zu 2. Kannst du Splatoon 2 spielen? Das Spiel habe ich nicht. Okay. Kannst du mal in meinen Kanal gucken, Playlist. Da gibt es Splatoon 2 Playlist. Da kannst du dir ein paar Videos schon reinziehen. Aber ja, Splatoon 2 kommt auch wieder live. Ich hoffe morgen. Vielleicht kann ich Sanku überreden. Morgen ist nämlich der Sanku-Mittwoch. Das stream ich immer mit Sanku. Leider möchte er Nine Parchment zocken, was irgendwie von meinen Zuschauern niemanden interessiert. Deswegen wäre ich eher dafür, dass wir Splatoon zocken oder irgendwas. Oh, Pizza ist auch lecker, Kotzbaum. Pizza geht auch, immer. Ab morgen werde ich jeden Tag wieder Pizza essen. Und ich freue mich. Und hi, Karine. Let's Online, hi. Falls ich noch nicht hi gesagt habe. Der Stream ist auch bald schon wieder vorbei. Das ist ja echt abgefahren kurz heute. Abgefahren. Außer ich esse hier ein bisschen. So. Oh. Oh, oh. Ich dachte jetzt schon, der geht rein. Wir müssen unbedingt noch ein Tor für... was für ein Team bin ich? Ich bin Team Orange. Wir müssen noch ein Tor ins Blaue machen. Und ich hoffe, es kommen ein paar Leute zu Gamescom von euch. Nicht, dass alle absagen. Das wäre schade. Aber ich wäre euch natürlich nicht böse. Ich muss ja erstmal selber buchen. Bei mir ist ja noch nichts finish. Aber es ist ja noch genügend Zeit zu planen. Zum Glück. Brownie, vor 2 Wochen. Ah ja, vor 2 Wochen habe ich gesagt, ich möchte 13 Kilo abnehmen. Und heute Auflauf und Pizza. Läuft. Ja, es läuft. Ich muss mal echt schauen. Also mein Jahresvorsatz ist tatsächlich 13 Kilo. Mal gucken. Zu Gamescom möchte ich auf jeden Fall auch eine relativ, ja, ansehnliche Figur haben. Ich kann da nicht kommen. Und aussehen wie ein Nerd, oder? Das kann ich nicht tun. So komplette Klischees erfüllt. Ah! Tor. Hallo Brownie, kannst du nach dem Stream kurz zu Minecraft kommen, um die Skywars-Map zu sehen? Bitte nur kurz. Branko, da muss ich dich leider vertrösten. Das werde ich heute nicht schaffen, weil... Links neben mir steht schon wieder Abendessen bereit, wo ich gleich hin muss. Der Zeitplan ist leider sehr kurz und klein. Wann ist die Gamescom dieses Jahr? Weil ich könnte dann meine Mutter fragen, ob es okay ist. Zaubermaus, die Gamescom müsste im August sein. August. August? Ich glaube August. Und Driftwit einmal annehmen. Ganz schnell. 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 Und man kann keine Leute kicken. Und jetzt mach. Mach. Ach doch, man kann Leute kicken. Ich glaube, man kann. Man kann mit Minus Leute kicken, oder? Ihr müsst einfach mal googeln, wann die Gamescom ist. Ich weiß es leider gerade auch nicht. Gebt einfach mal bei Google Gamescom 2018 ein. Und dann erfahrt ihr alles. Ihr erfahrt, wo es ist. Kleiner Spoiler, in Köln. Ihr erfahrt, wann es ist und ihr erfahrt, wie teuer es ist. Als Schüler bekommt ihr natürlich noch Rabatte, als Auszubildender, als Student, als Kinder auch. Und ja, Essen ist fertig. Wahnsinn. Dann machst du es mal mehr auf dem Teller, bitte. Und dann ist das jetzt hier die letzte oder vorletzte Runde. Bitte?
Verstehe kein Wort. Nein, 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 nein. Ich habe extra was für dich gemacht. Oh, Franco. Frankos YouTube. Wir werden uns die Map noch anschauen, okay? Vielleicht morgen mit Sanko. Vielleicht morgen mit Sanko zusammen. Dann ist es nicht so doof, wenn wir alleine einzeln reingehen. Dann kannst du gleich die Reaktion von uns beiden gleichzeitig sehen. Für alle Besucher öffnet die Gamescom vom 22.08. bis 25.08. Ah. Also 22.08. bis 25.08. Leute. Ich werde wahrscheinlich vom 24. und 25. werde ich da sein, vermutlich. Das müsste das Wochenende sein. Okay, ich komme, Brownie. Jesse schickt Adresse auf Discord. Reward. Zu Gamescom kannst du kommen. Gerne. Können wir uns dann da treffen. Und ich bringe dir etwas Auflauf mit. Aber es ist da kalt. Nicht mehr warm. Am 24. ist ein Freitag, ja passt. Also ich würde dann am 24. und 25. hinfahren. Und am 26. fahre ich dann nach Hause. Und am 27. bin ich wieder arbeiten. Passt. Werde ich morgen buchen. Spiel mal Pokémon Tekken Deluxe. Habe ich tatsächlich schon gespielt, aber nur die Demo. Und das richtige Pokémon, was dann nächstes Jahr erscheint, oder dieses vielleicht noch, soll ja ein ähnliches Kampfsystem haben wie Pokémon Tekken Deluxe. Mal gucken. Mal gucken. Hoffentlich nicht. Uah, bam. Ah, Mist. Daneben. Kriegt man auch Rabatt, wenn man eine Behinderung hat? Ja. Kriegst du. Du kriegst auch Behinderungsrabatt. Und noch ein Tipp. Je früher ihr bucht, desto günstiger ist es. Weil die Tickets werden im Vorverkauf sind sie auch günstiger, als wenn ihr sie vor Ort... Ja, auf den Tisch, ich komme gleich. Wenn ihr sie vor Ort kauft. Oh, ich bin so ein Noob. Wann spielst du wieder Xenoverse 2? Xenoverse ist Dragon Ball, ne? Ja, genau. Es gibt ja noch Xenoblade. Das ist ja wieder was völlig anderes. Ich versuche diese Woche Xenoverse auch nochmal zu spielen. Vielleicht Donnerstag. Aber ich will jetzt nicht wieder alles versprechen und nichts halten. Deswegen. Ich bin ein Kind, muss nur 7 zahlen. Ah, 7 ist auch viel, ne? Vielleicht können wir ja. Einen Donation-Topf machen. Einen Spendentopf. Für die Gamescom. Und vielleicht ist ja dann auch die ein oder andere Karte dann dabei, die ich verlosen könnte. Aber mal gucken. Muss ich einfach mal gucken. Am besten lasst den Stream an und macht Jessicam an, wo ihr dann ist. ja, könnte ich tatsächlich machen, aber wer will das sehen? Ein Essens-Livestream, obwohl, es wäre dann so ein... Eigentlich wäre das perfekt für das neue Jahr. Oh, Dwifit, ich hab's verkackt, sorry. Vielleicht werde ich tatsächlich in diesem Jahr auch mal ein paar andere Streams machen, nicht nur Let's Plays, also Let's Plays, in Anführungszeichen, sondern auch so Let's Talk oder Let's Eat, wo ich dann einfach esse. So. Boom. Na los, na los, na los. 20 Sekunden noch, das schaffen wir nicht. Niemals, kleiner Peter. Shit. Schade. Schade, schade, schade. So.
Mach das ist was? Ja, mach das. Das ist ein ASMR. Was ist denn ein ASMR? Joggt ihr wieder online? Ja, und das ist sogar noch ein Platz frei, weil Robin nur zuschaut. Robin, warum schaust du nur zu? So, eine Runde machen wir jetzt noch. Und du kannst schon essen, ja? Du musst nicht warten. Ach so, du bist schon fertig. Ach so. Ich sehe bald Mike Singer. Wer ist das denn? Ich kenn ihn nicht. Sorry. Los, ess und mach die Cam an. Let's talk. Das wäre Oberhammer. Und dann einfach über mit euch reden. Vielleicht sogar irgendwie tatsächlich mit euch reden. Also, dass dann so ein, zwei Leute ins Discord kommen und reden können. Oder dass jeder mal so eine Minute Zeit hat zu reden. Dass jeder nacheinander immer eine Minute Zeit hat zu reden und da sagen kann, was er möchte. Oder fragen kann, was er möchte. Vielleicht mache ich sowas mal. Wann sind deine Stream-Termine? Cody, ich habe tatsächlich keine richtigen Termine. In der Regel kann jeden Tag ein Stream kommen. Immer so ab 18 Uhr. Mit Sanku meistens eher so 20 Uhr. Morgen streame ich mit Sanku. Wahrscheinlich wird das auch wieder eher 20 Uhr. Am Wochenende ist komplett freie Zeit. Da kann kommen, wie will. Was will. Wie wäre es mit Let's Furzen? Ja, also könnt gerne im Anschluss nach dem Stream hier in den Kommentaren gerne reinschreiben, was ihr so euch für das Jahr 2018 wünscht. Ich finde, 2018 ist ein Jahr für Veränderungen und werden wir dann auch ein bisschen diesen Kanal neu designen oder neu erfinden. Du machst die besten Livestreams. Danke dir, Maxi. Danke dir. Und sorry, dass ich heute nicht so viel streame, weil nach der Runde ist es schon wieder vorbei. Sorry, sorry. Aber dafür wird es dann die nächsten Tage wieder intensiver. Wer ist Detektiv Conan-Fan? Ich habe damals Detektiv Conan auch gesuchtet. Und hi, Meli. Leider muss ich dich enttäuschen. Das ist jetzt schon die letzte Runde. Du kommst leider zu spät. Schade, schade, schade. Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder. Genau, wir streamen jetzt genau eine halbe Stunde. Und eigentlich sogar ist die halbe Stunde in 40 Sekunden vorbei. Und wir spielen aber noch 3 Minuten. Du bist mein größter Liebling-YouTuber. Danke, Brankus YouTube. Dann kommt jeder in den Discord-Server und wir furzen zusammen. Ah, das ist sauber. Apropos Discord-Server. Mein Discord-Server ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr noch nicht Teilinhaber, Mithaber, whatever seid. Teilhaber. Teilnehmer. Meli, was ist los? Fragt Kotzbaum. Ich glaube, sie ist traurig, dass sie nicht mitspielen kann. Weil es ist jetzt schon wieder vorbei. Kennt wer kostenlose Animation-Programme? Weil ich möchte gerne eine Animation für Brownie und Sanke machen. Oh. Wenn du so fragst, es gibt sicherlich viele kostenlose, aber man muss halt auch echt irgendwie Ahnung von haben. Sonst ist es verdammt schwer. Es ist verdammt schwer, sowas zu tun. Es heißt Mitglieder. Mitglied. Es heißt Mitglied. Nein, es heißt Family. Oder Brownies. Oder... ja. Kannst du mal PUBG streamen? Ich kann in der Regel leider nur Switch-Spiele streamen. Für PC-Streame brauche ich ein PC. Oder was ist denn PUBG? Was ist das? Das kann man das spielen. Oder ist das ein PlayerUnknown Battleground? Ja, siehst du, das ist ein PC-Spiel.
Ich kann leider keine PC-Spiele streamen. Da brauche ich erst einen neuen PC. Vielleicht können wir den dieses Jahr donaten. Mit der einen oder anderen Spende. Vielleicht kann ich mir dann einen PC holen. Aber so kann ich euch erstmal nichts versprechen. Außer, dass wir jede Menge Switch-Spiele dieses Jahr wieder spielen werden. Das ist halt deutlich günstiger, als einen PC zu holen. Dann holt ihr einen neuen PC. Ja. Es muss ja ein vernünftiger PC sein. Also, ich denke mal so für 1000 Euro. Es muss jetzt auch nicht übercrust sein, indem ich dann 3000 Euro donate oder so ein Shit. Aber so für 1000 kriegst du schon echt einen guten, glaube ich. Mal ein paar Looten-Animationen ein, da kannst du was finden. Oh. Ich schicke dir einen auf die Gamescom. PC, alles klar. Achso. Apropos Gamescom, ich habe sogar schon Giveaways, die ich auf der Gamescom eigentlich vorhatte zu verlosen. An alle Leute, die uns dort treffen werden. Vielleicht werde ich das Ding aber auch irgendwie anders verlosen. Es bietet sich demnächst vielleicht an. Merch, Merch, Merch. Na, wer weiß. Nein, es ist nicht ganz. Nein, es ist kein Merch, nein. Es ist kein Merch. Es sind andere Sachen. Teilweise. Was heißt teilweise? Ja, teilweise von Nintendo, um nichts zu spoilern. So. Frozen. Yachi, Revilo und Drifted. Gut gespielt. Und mein Beileid to myself und Mark, Robin und Spielabsturz. Ihr könnt jetzt drinnen bleiben. Ihr könnt noch gerne weiter zocken. Ich bin leider raus. Verabschiede mich. Und bedanke mich an alle, die zugeschaut haben. Es war wieder mega lustig. Und die Zeit vergeht immer so schnell mit euch. Vielleicht müssen wir einfach mal wieder längere Livestreams machen, weil es ist einfach so geil. Freeway, genau 666, die Zahl des Teufels. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Morgen kommt ein Sanku-Stream. Ich hoffe, wir streamen irgendwas Cooles. Splatoon oder so, oder abends. Und ja. Müssen wir noch Sanku gemeinsam überreden. Aber wir schaffen das, Leute. Bis morgen. Ciao.